wenn Sie heuer vorhaben, Ihr Hochbeet zu bepflanzen, zum Beispiel mit Tomaten oder Basilikum oder Petersilie, was auch immer an Gemüsen oder Kräutern, dann würde ich Ihnen empfehlen, bevor Sie zum Pflanzeneinkauf schreiten, dass Sie sich überlegen, wie Sie Ihr Hochbeet überhaupt befüllen wollen. Und wir haben hier zwei Varianten vorbereitet. Die eine Variante ist eine Variante, die über viele Jahre Bestand hat, also wo man eigentlich nur einmal füllen muss. Und die zweite Variante ist die Hochbeet, die Befüllung im Hügelbeetverfahren, die man alle 3 bis 5 Jahre neu macht.